Hallo und herzlich willkommen zu einem nächsten One Piece Video. Es ist gerade 4 Uhr, fast 5 Uhr morgens und es geht in diesem Video um 10 weibliche Charakterinnen in One Piece, die stark sind. So, abgesehen von Big Mom, weil sie Kaiserin ist, ja, das ist so verständlich, dass sie stark ist. Und halt die aus dem Movie, wie zum Beispiel Ein, die 12 Jahre zurückdrehen kann und sowas, die Zeit. Abgesehen von denen, also bis auf Kaiser und Movie-Charaktere, außen vor, nur die Story-Charaktere. So, warum ich diese Liste mache, sage ich am Schluss, deswegen bleibt bis zum Ende dran. Fangen wir direkt an mit Platz 10, und zwar Nami. Nami hätte es eigentlich überhaupt nicht auf diese Liste geschafft, meiner Meinung nach. Die hätte es wirklich nicht hier eingeschafft, aber als ich letzte Zeit so gesehen habe, was sie gemacht hat, zum Beispiel gegen diese eine Hexe da im Zoo, ich will nicht spoilern, aber da hat sie unverhofft, also ich habe nicht damit gerechnet, aber zack, hat sie gewonnen. Sowas in der Art. Also Nami hat sich auf jeden Fall gesteigert, finde ich gut, deswegen ist sie Platz 10 in dieser Liste. Platz 9, Tashigi. Die ist sehr weit hinten in der Liste, obwohl sie eigentlich viel stärker sein sollte, aber die hinkt irgendwie hinterher. Das ist traurig, es ist wirklich traurig. Auf jeden Fall Tashigi Platz 9. Platz 8 ist Baby 5. Baby 5 habe ich über Tashigi gestellt, denn ich bin mir hundertprozentig sicher, Baby 5 würde schießen und danach auf Tashigi zurennen und irgendwie mit Schwertern kämpfen und alles mögliche. Also Tashigi würde nicht hinterherkommen, da bin ich mir sicher, gegen Baby 5. So, Platz 7. Da habe ich wirklich mit mir selber herumgezetert und gehegert und sonst was. Eigentlich wäre diese Person auf Platz 4, ja. Aber sie musste leider Gottes auf Platz 7 treten, und zwar Nico Robin. Die ist eigentlich ganz schön stark und viele können nicht mit ihren Fähigkeiten irgendwie... Also sie hat es leicht mit ihrer Fähigkeit. Sie kann einfach, die muss nur die Person sehen und schon ist sie nah genug an der Person dran, um sie irgendwie, keine Ahnung, den Klatsch da zu machen, irgendwie Rücken zu brechen oder sonst was. Auf jeden Fall ist ihre Teufelsfrucht ganz schön stark und sie weiß auch, wie man sie benutzt. Deswegen ist sie eigentlich viel stärker, aber die anderen, die haben trotzdem übertrumpft. Aber eigentlich wäre Nico Robin bei mir auf Platz 4, aber leider Gottes nicht. Platz 6, Bonnie. Bonnie ist auf Platz 6, da sie weiß, wie sie mit ihrer Fähigkeit umgehen kann und eine Kapitänin ist, ne? Also sie hat eine eigene Piratenmannschaft. Sie muss schon eine Art von Stärke mitbringen und dann weiß sie noch genau, wie sie mit ihrer Fähigkeit umgeht, ne? Sich kurz kleiner machen, um der Attacke auszuweichen und schnell wieder größer machen, um irgendwie den Gegner schnell anzurempeln oder anzugreifen oder sowas. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die schon genau weiß, wie die kämpfen soll und deswegen auf Platz 6. Platz 5. Die hätte ich fast vergessen, aber jedes weibliche Wesen kommt hier in die Liste, und zwar Carrot. Ja, ist ein Hase, ist aber weiblich, zählt sofort mit. Und Carrot ist verdammt stark. Ja, Zoro hat am Anfang nicht mit ihrer Attacke gerechnet, dass sie nach oben schwebt und danach irgendwie mit einer Blitzattacke angreift oder so. Damit hat er nicht gerechnet, aber sie ist stark. Also wenn man sieht, wie hoch sie gesprungen ist, die hat Sprungkraft, ne? Also holla die Waldfee, mein Freund. Platz 4. Monet. Platz 4 ist Monet, denn Monet hat auch Glück mit ihrer Logia-Frucht, da sie hat Glück mit ihrer Frucht, und zwar Logia, weil jeder, der kein Haki hat, der kann nicht gegen sie gewinnen, ja. Und man muss erstmal Haki haben, das heißt, man muss erstmal stark genug sein, um Haki benutzen zu können. Danach ist sie halt relativ schnell und Schnee kann sie halt überall machen. Sie hat einen ganzen Raum voller Schnee gemacht, also sie ist auch stark mit ihrer Logia-Frucht. Deswegen ist sie auf Platz 4. Platz 3 ist Tina, die aus der Marine. Ich glaube, sie ist jetzt Kapitänin oder Vize-Admiral, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Tina, ne, die Partnerin oder die Freundin von Smoker. Hina, dazu muss ich nicht viel sagen, die hat halt ihre Ketten, nee, nicht Ketten, wie heißt das? Ja, Zaun? Nein, Käfig. Die hat ihre Käfigfrucht und sowas. Und das ist auch ein bisschen Kairosiki-Style. Deswegen, die schafft's schon. Auf Platz 3. Auf Platz 2 ist jetzt Koala. Koala, warum ist Koala auf Platz 2? Weil ein Mensch, der Fischkarate trainiert oder trainieren lässt sogar,
Die muss was drauf haben, also bitte. Die muss nur nicht mal in der Nähe des Gegners sein und die werden schon angegriffen von der Fishman-Karate. Also, Koala ist verdammt stark. Und die einzige, die nur noch Koala toppen kann, ist Boa himself. Dazu muss ich gar nichts sagen, ja. Einer der sieben Samurai, unglaublich stark, kann Gegner versteinern lassen. Was braucht man mehr? Und bei Sanji muss nur mal gucken und wird zu Stein. Also, falls ihr so seid wie Sanji, da verliert ihr hundertprozentig gegen Boa. Auf jeden Fall, zu dem Thema, warum ich diese Liste gemacht habe, aber bevor ich das sage, falls ihr irgendwas anders seht, sagt Bescheid, ne? Also, falls ihr meint, nee, der kommt lieber nicht dorthin und du hast die vergessen oder das da, sagt Bescheid. Und der Grund, warum ich diese Liste gemacht habe, ist, weil mir ist, ich habe wirklich lange überlegt, aber mir ist keine einzige Person eingefallen, weiblich, ja, die es mit Zoro aufnehmen kann. Keine einzige Person ist mir eingefallen, null. Nur nicht mal Boa schafft's gegen Zoro, meiner Meinung nach. Big Mom ist die einzige, wo ich mir denken würde, puh, das ist jetzt aber puh hier. Und das liegt halt daran, weil ich ihre Teufelsfrucht noch nicht genau kenne, ja. Man weiß ungefähr mit den Seelen und bla bla bla, aber was kann man damit genau machen und was für eine Fähigkeit, wie kämpft sie? Da wir das nicht wissen, kann ich dazu nicht sagen, aber es gibt meiner Meinung nach keine einzige weibliche Kämpferin, die es mit Zoro aufnehmen kann in One Piece, jetzt zur Zeit, die wir kennen. Deswegen habe ich diese Liste eigentlich gemacht. Hat am Schluss wieder was mit Zoro zu tun. Ist unglaublich. So, 6 Minuten. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich rede eigentlich schon viel zu lange. Ich wollte es eigentlich sehr kurz halten. Ich wünsche euch viel Spaß. Danke fürs Zugucken. Schreibt in die Kommentare, was ihr meint. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.